Warum bringt ihr nicht ein einfaches Ziel um vorher? Kunkra, wie gesagt, duldet keine Eindringlinge, aber wenn ihr hier schon einen stattlichen Schwarzmagier habt, warum geht ihr nicht zu Rakulus? Steht doch auf der Liste, nicht wahr? Isaron, habt ihr sie noch? Natürlich. Das Problem ist nur, dass er auf diesem komischen Turm hockt. Wie sollen wir da genau hinkommen? Klopft an seiner Villa. Er ist in Klopfen seiner an seiner Villa? Villa. Was sagt ihr? Ich dachte, er ist in deinem Schädelturm. Nun, sicherlich, er hat einen Schädelturm, aber jedes Mal, wenn man irgendetwas von ihm will, dann klopft man an und nach kurzer Zeit später wird er aufgetan und er ist da. Ist ja praktisch. Aber ja, er hat den Turm oder diesen Sargnagel am Katarakt des Todes in seinen Beschlag genommen. Wenn wir ihn vorher töten, wäre das natürlich von Vorteil. Ja, wenn ihr Kunkera umgebracht habt, dann ist Rakulus zumindest nicht mehr möglich. Dessen seid gewiss. Sollten wir dann die Reihenfolge ändern? Ja, das sollten wir in der Tat. Auch. Andersrum würde es ja überhaupt keinen Sinn machen. Jetzt grinst sie fies. Bezahlt werde ich trotzdem. Das Lasst euch so viel verständlich. Zeit, wie ihr wollt. Wo befindet sich diese Villa genau? Kann ich euch zeigen. Waldschlachtergasse 15. Waldschlachtergasse. Natürlich. Ja, Ich die glaube. Straßennamen haben sie mittlerweile etwas angepasst. Sollte das ein Einzelner machen? Naja, ich sollte mich sicherlich nicht nochmal unnötigerweise auf die Straße begeben. Das Aber ist nee. richtig. Weil eure edlen Mannen mich nicht mehr um einen Kopf kürzer machen möchten, heißt das nicht, dass nicht jeder andere Bauer und Tölpel hier in Barung dies noch im Ansinnen hat. Nun, so viele Zwerge, unter denen ihr untergehen könnt, gibt es leider nicht. Nun, Abelmir, ihr seid doch, zumindest dem Aussehen her, diesem Schwarzmagier vermutlich am nächsten. Er wird sich euch vermutlich am, sagen Nun, wir, gastfreundlichsten geben. ich denke schon, wir brauchen bloß einen guten Vorwand. Nur hinzugehen und sagen, hallo, ich würde gern bei Ihnen mitmachen, wird wohl nicht durchführbar sein. Und ihr seid jüngst aus eurer Gilde geflogen. Nun ja, das will nicht viel heißen. Ja, aber Abelmir ist doch unter einem falschen Namen hier. Das würde doch gar nicht funktionieren. Zudem. Bringt euch chemische Geschenke. Guter Plan. Ihr stellt euch vor, ihr sagt, wer ihr seid, ihr bringt irgendwas aus der Höhle mit und sagt ihm hier. Hatten wir nicht ein Schaut. Fläschchen, das wir nicht zuordnen konnten? Ich Dieses habe. Retro-Zeug da. Nein, ach, da stand ja drauf, was es ist. Nein, wir hatten irgendein Fläschchen gefunden, wo wir überhaupt keine Ahnung hatten. Was sehr ominöses. Was auch immer, ich werde dorthin gehen. In Mengres Labor oder zu Vakolos Villa? In die Villa. Ich mache auch vorher auch gern einen Abstecher zum Labor. Da sind sicherlich noch sehr nützliche Sachen. Nehmt die Arbe mir nun mit oder wollt ihr diese alleine durchziehen? Ich denke, zu zweit sind wir wahrscheinlich erfolgreicher. Endlich. Sollen wir derweil hier warten oder uns in der Nähe aufstellen? Etwas Rückendeckung in der Nähe könnte nicht schlecht sein. Ihr wollt so viele Nekromanten umbringen wie möglich? Ja. Natürlich. Und versucht es doch mal mit dem Bienenkönig. Wer ist das Was ist das nun denn? wieder? Er steht nicht auf meiner Liste. Bienenkönig ist ein verfluchter Zaubermeister. Wenn ihr ihn seht, wisst ihr, warum er so genannt wird, aber er kümmert sich aktuell um das ganze Wachs, was hier vertrieben wird. Und ihr glaubt, er ist ein einfaches Ziel? Zumindest ein Ziel, was man angehen kann, wenn man hier sowieso nur warten muss. Wohl wahr. Also, ich würde sonst, wenn wir schon zum Labor laufen, alles an Brandöl und an anderem Zeug, was wir da noch finden, zusammenräumen. Auf dass wir es dann den Bauern geben können. Mir behagt der Gedanke nicht, die Bauern mit solcher Art von Brandmaterial werfen zu lassen. Wir wollen die Stadt schließlich erobern und nicht vernichten. Meine Güte, dann geben wir es den vernünftigen Söldnern, dass sie nur Einzelne werfen. Wir wollen hier, dass 150 Mann sich gegen 300 Mann verteidigen, die sehr viel besser ausgebildet sind. Selbst in einer Verteidigungsposition müssen wir ihnen irgendwas geben. Sonst werden die niedergemacht. Ich stimme Rafim zu.
Na gut, ihr habt vermutlich recht. Mit zehn von uns würde ich mich durch 100 Bauern schlachten. Wir müssen ihnen Vorteile verschaffen. So, wir haben jetzt hier lange genug rumgesessen. Wir gehen jetzt zu dem Labor. Wir kommen dann auf euch zu, Koreaner, wenn wir euch wieder brauchen. Könnt ihr euren Männern sagen, dass sie trotzdem hier bleiben sollen? Den Anschein wahren. Sie nickt. Vielen Dank. Soll ich dann auch hier bleiben, um den Anschein zu wahren? Ich glaube, zumindest heute wäre das noch besser. Gut. Dann, werde ich mich einfach ins Bett legen und hoffen, dass mich keiner absticht. Ach, das meinst du ernst? Aber oh, die wird schon keiner abstechen. Alles gut. Koreaner nickt, wird dann euch alleine lassen und draußen mit ihren Männern sprechen, also wieder einmal auf Bernhelm Eichhuber zugehen. Die dann nur nicken, die Armbrüste werden gesenkt und allesamt. Ja, werden sie sich so ein bisschen sammeln, immer noch ein bisschen verteilt, so dass es dann nicht allzu auffällig ist, aber zumindest dann die ersten Pfeifchen rauchen. Und wenn ihr wollt, könntet ihr dann in Richtung Norden gehen, beziehungsweise hier auf dieser Karte dann nach oben, denn die Karte ist nicht wirklich genordet, sondern ihr müsstet dann nach Osten gehen in der Stadt zu Alurath Mangrays ehemaligem Labor. Ja, können wir uns denn ein Handwägelchen oder irgendwie sowas ausleihen? Stehen noch die Wachen noch davor? Oder müssen wir wieder dich gut doch, handeln? Doch, sind wieder dabei. Also, die tun so, als wäre nichts passiert. Die wissen auch nicht, was da passiert ist. Die einen Wachen sind dann abgehauen, aber alle anderen Patrouillen nehmen dann eben ganz normal wieder Aufstellung. Die sind sowieso da, die letzten paar Tage nie rausgekommen, sind halt Alchemisten. Und so müsstet ihr dann wieder durch die Ghultunnel klettern. Auf jeden Fall 5 weitere Ghule-Schlachten, die in den Tunneln dann zurückgekehrt sind und gar nicht damit gerechnet haben, dass ihr hier wieder eindringt, ehe es dann zu spät ist und weiterer Ghul-Schlamm an euch kleben bleibt. Während die beiden Magier unterwegs sind, würdet ihr mir doch bestimmt helfen, die ganzen Alchemiker zusammenzuräumen, oder, Asavo? Ihr versteht ja, was das alles ist. Ja, selbstverständlich. Ich kann auch die ganzen Schriften lesen und weiß auch, wofür sie dann gut sind. Wunderbar. Okay, was wollt ihr plündern? Also ich will alles auftreiben, wovon ich glaube, dass man damit gut eine Masse von Menschen behindern kann. Brandöl, Stinktöpfe, alles, was den Untergrund glitschig macht, ihn vereist, was ihn direkt schadet. Ja, dann sucht dir Asavo heraus, die Eulentränen. Pyrophor, das sind so kleine Samenkapseln, die man dann in die Luft wirft oder sprühen kann und dann fangen die automatisch Feuer. Er gibt ewiges Öl und magisches Öl mit, also Brandöl und Waffenbalsam. Wird er allerdings vorher wohl, bevor er das gibt, wird er die Sachen dann erstmal verdünnen. Und erst danach gibt er dir dann mehrere Fläschchen, ehemals wohl 1, mittlerweile sind es 10. Ist nicht genau verstanden, warum er das macht, aber ebenso gibt er dann auch wohl dieses kleine Pülverchen aus, was Jalan sich immer in die Nase schnupft, also Bandstaub. Und ja. Also wie viel, das ist mir jetzt genau eigentlich egal, weil ich würde das sowieso nur weitergeben. Gut. Gibt es denn noch irgendwelche fertigen Tränke oder Verbrauchsgegenstände, die man beim Brauen von irgendwelchen Tränken verwenden kann? Und was denkst du? Aber Kermitriol, eingelegter Raun, also fertiger Alkohol. Das, was da, ja, Alkohol, klar, sowas könnt ihr haben. Alraun wird es dann auch so 2-3 geben, die sind allerdings unbelebt, also ganz normaler Alraun. Sonst noch irgendwas? Die fertigen Tränke hatte ich euch sonst alle aufgeschrieben. Ah, okay. Ich dachte, da wären vielleicht noch welche gewesen. Nee, also alles, was mir halt nützlich erscheinen könnte, was halt so typische Alchemiker sind. Vielleicht noch ätzende Sachen wie Säuren oder ähnliches, falls ihr sowas findet. Also Säuren werden dann eher als Abfallprodukt abfallen. Also das sind jetzt keine chemischen
Wundersachen, sondern das sind dann alles Edukte, die du normalerweise brauchst, um andere Sachen herzustellen. Und da wird es sicherlich sowas geben wie ja, Fässer mit Buttersäure, was dann natürlich erstmal stinkt, oder irgendwie Schwefelsäure, Salzsäure in verschiedenen Konzentrationen, was halt unglaublich dolle wehtut und erstmal dann abhält, dass man da weiter die Fingerchen reinhält. Aber da kann man sich natürlich auch so ein bisschen versuchen, mit Leder zu schützen oder mit Metall zu schützen. Also das ist für einen Krieg oder sowas, ist das nicht geeignet. Wollten wir nicht ihm noch Geschenke bringen? Ja, den Herrn, dem Schädelturm, den Villa. Rakulus, wie können ihr mir die Beschwörungskerzen mitbringen, die Kiste? Ja, wie gesagt, habt ihr eine ganze Kiste von voll in Qualität F Beschwörungskerzen. Weil wir brauchen sie nicht mehr und ja. Vielleicht können wir sie wieder zurückbringen. Ja, also irgendwie als Vorwand mitnehmen wird ja nicht schaden. Als Geschenk unter Freunden. Gut. Derweil würde Boltax oder Somox warten und hofft vielleicht auch so etwas wie eine Rückkehr von Kiaras. Der ist immer noch verschwunden und bleibt wohl auch verschwunden. Ihr wisst nicht genau, wohin er gegangen ist. Hat er sich wohl noch irgendwie auf dem Markt umgesehen, aber bleibt weg. Vermutlich ist er im Ronrast sitzen und missioniert die Angestellten. Ich bin mir nicht sicher. Naja, ich würde auf jeden Fall dann versuchen, noch ein wenig Schlaf zu kriegen. Das war ja jetzt doch alles sehr entbehrlich. Ich weiß allerdings nicht, du hattest letztes Mal gesagt, dass ich wohl mit Albträumen geschlagen sei, welchen Modifikator ich da rechnen muss. Wir hatten ja letztes Mal plus 3er für die Nodices, plus 2er für... Ja, kannst du Lebenspunkte ganz normal regenerieren und deine Astralkräfte plus 3. Okay, alles klar. Zeit ist, wie gesagt, mittlerweile auch vorangeschritten. Rafim hat da ja noch 3 Stunden mit Koriana gevögelt. Also ausgeruht sollte man da wohl sein. Außer Rafim halt. Außer Rafim. Okay, wie geht's weiter? Wir fangen einfach mal oben an mit Jalan Goldhand. Ich hatte tatsächlich nichts zu tun. Also ich stehe daneben mit verschränkten Armen, wenn die ihre Alchemiker zusammenräumen, aber ich packe da die nicht dran. Gut, dann wartest du. Rafim trägt irgendwelche Kisten, Kerzen. Ja, ich würde nochmal auf die Fässer mit der Buttersäure, die ganz fürchterlich stinken, und den anschauen, sollen wir das auch mitnehmen? Ich meine, wenn wir es auf der Straße ausrollen, schaden wird's bestimmt nicht. Ja, das ist ein hinterhältiger Jungenstreich, genau. Ja, aber wir wollen Unruhe schaffen, das schafft Unruhe. Aber wenn ihr meint, dass das, was wir haben, reicht, dann reicht das. Ich kenne das Zeug nicht. Das reicht. Gut, dann trage ich weiter Kisten. Okay, dann können sich Sinistra und Tionin bewaffnen. Sinistra, hast du eine schwarze Robe an, eine graue Robe, als Alchemistin verkleidet, oder wie machst du es? Genau, also ich bin immer noch in meiner Verkleidung als Alchemistin. Ich würde dann sagen, wir bringen einfach den ganzen Kram zurück in unser Hotel, verstauen den da und können dann noch überlegen, ob wir uns irgendeine andere Tarnung zulegen wollen oder in dieser Gestalt dann einfach so hingehen wollen. Was meinst du, Tionin? Nun, ich denke, es ist eine sehr gute Tarnung. Ihr als Alchemistin und ich als Überläufer wäre eine gute Wahl. Irgendwo müssen diese Kerzen schließlich herkommen. Ja, also im Moment seid ihr ja noch als Söldner verkleidet, nicht wahr? In der Tat. Ich würde dann auch die schwarze Robe anziehen wieder. Und darunter eine Lederrüstung. Okay, dann könnt ihr aufbrechen. Wollen wir sonst noch was mitnehmen? An Alchemiker zur Vorbereitung? Friedenswasser? Es müssen das Elixier, was wir als Friedenswasser vermuten, mit der Zarflagge. Ja, das wird wohl nicht schaden, wenn wir das irgendwie mal mitnehmen. Ich glaube zwar, dass wir mit dem fertig werden, aber... Wie wollen wir in das Haus? Wollen wir wirklich klopfen oder wollen wir es vorher ja, von außen auskundschaften und vielleicht einen Einstieg finden? Erst einmal auskundschaften. Klopfen können wir immer noch.
Nun gut. Dann könnt ihr in die Richtung gehen, die euch gewiesen wird. Die Straße mit Hausnummer habt ihr mittlerweile bekommen. Und wenn ihr dann dort ankommt, wisst ihr auch, warum das ganze Wahlschlachtergasse heißt. Denn vor euch auf einem etwas kleineren Platz liegen 6 aufgedunsene Wahlkadaver, an denen hier viele bedienstete Menschen herumschneiden, Fett in riesigen Kesseln einkochen und daraus dann nach und nach auch so etwas wie Kerzen gießen oder Fleisch herstellen zum Verbrauch dann auch haltbar gemacht wird mit riesigen Sohle, Salzbecken und hier wird dann das Fleisch gepökelt. Direkt daneben könnt ihr dann wieder mit diesen ekelhaften, hellen, brennenden Fackeln das große Villa erkennen, vielleicht ein kleines Landschloss oder sowas, wo dann eben auch die passende Hausnummer draufsteht. Ist dort eine Mauer um dieses Grundstück oder muss ich mir das vorstellen gerade? Nee, es ist einfach nur eine Villa, die hier in den unmittelbarer Entfernung zum Molchenberg steht. Du kannst da wohl auch wieder den ein oder anderen Riss erkennen, der hier abzweigt und dann in das Innere lockend des Molchenbergs führt. Aber ansonsten könntest du einfach drumherum gehen. Du kannst auch das ein oder andere Fenster erkennen, wenn du dich mal umsiehst. Wachen wirst du hier nicht finden, nur das ein oder andere Siegel und irgendwelche Glyphen, die Geister fernhalten, keine Einbrecher oder sowas, sondern nur Geister, damit die da nicht reinkommen. Gut, dann würde ich mal in der Nähe eines Fensters stehen bleiben und so tun, als würde ich mir die Socke hochziehen wieder und dabei mal das Fenster genauer in Betracht nehmen. Ich schirme ihm so weit es geht von irgendwelchen Blicken von Passanten oder sowas ab. Mhm. Hantiere dann in meinem langen Alchemistenmantel herum und Ja, sieht wohl so aus wie eine Jagdhalle. Größter Raum in dieser Villa, wo du wohl gerade vorstehst. Prachtvolle Jagdtrophäen aus der ganzen Welt, aus ganz Aventurien, die dann hier ausgestellt sind. Sicherlich alle, nicht alle von ihm selber dann aufgejagt und ausgestopft. Aber die Wände werden hier gezielt mit Holzpaneelen und das eine oder andere. Du kannst dann Elefanten erkennen, die dann hier abgeschlagen hängen. Auch den anderen Wal, Delfin, was wohl die Götter nicht so sehr erfreuen wird. Du kannst einen Löwen erkennen. Also hier kann man sicherlich gut dann sitzen und seine Sammlung präsentieren. Das Fenster selber, ist es speziell gesichert? Also es gibt da so ein kleines Rahmen aus Mondsilber. Möchtest du meinen? Wird wieder sicherlich dazu dient, dass dann keine Dämonen reinkommen, aber wenn man das Fenster Glas einschlägt oder irgendwie entfernt, da gibt es ja andere Möglichkeiten auch, dann könnte man da eintreten. Ich würde erstmal gucken, ob so ein Haken, ob das die Fenster seitlich aufgeben oder kann man die hochschieben oder werden die geöffnet? Es ist eine große, große Fensterfront. Wie gesagt, in der Mitte gibt es dann so ein kleines Kreuz aus Mondsilber. Am Rand gibt es Mondsilber, wo es dann eben eingespannt ist. Die Fenster kann man so selber nicht aufmachen. Also. Ah, alles klar, gut. Ja. Dann sich die Socken hochziehen und lassen wir weitergehen. Zuflüstern zu Isau. Ja, dann machen wir das. Vielleicht einmal umrunden, vielleicht gibt es da einen Hinterhaus, wo es vielleicht nicht ganz so öffentlich ist. Ja, also du kannst da tatsächlich auch finden, wie da wohl auf der einen Rückseite, da führt wohl so eine etwas kleinere Treppe, hat da ein Stockwerk auf der Außenseite nach vorne und dann könnte man da wohl auch direkt in das erste Obergeschoss dann eintreten. Das würde wohl auch gehen. Die Straße selbst ist leer, oder? Jetzt hier so gerade nah am Molchenberg, du kannst dann den einen oder anderen Ghoul wohl auch hören, der in dem Spalt sitzt und da wohl irgendwie keckert. Hier siehst du wohl nicht viele lebende Leute, aber du hörst sie, wenn sie dann auf der Vorderseite dann diese Wale schlachten und dieser Gestank, der darüber zieht. Ich würde Isarun mal an die Schulter tippen und wird so hoch nicken zur Tür. Ja, Isarun blickt sich dann nochmal um. Sieht dann, dass die meisten Leute beschäftigt sind und nickt dann. Dann würde ich mich hochbegeben, vermutlich Isarun im Schlepptau. Mhm. Ich würde dabei auch gerne möglichst unauffällig und leise vorgehen.
und dann stehen wir mal vor dieser Hintertür. Mhm, genau. Da gibt es auch so ein kleines Fensterglas in der Tür. Kannst du durchschauen, das ist ein langer Flur. Links und rechts ein paar Zimmer, die da abführen. Das wird wohl sowas wie ja, prunkvolle Gästezimmer sein oder sowas, möchtest du meinen. Zumindest wenn du dann durch die anderen Fenster dann kurz hindurch spähst, wenn du an der Treppe dann vorbeigegangen bist. Ich würde dann erstmal auf mein Ohr aufs Holz legen und an der Tür lauschen. Totenstille. Gibt es dort ein Schlüsselloch? Nein. Aber in ein Fenster, man kann reingucken. Man kann reingucken und das ist definitiv eine Tür, ja. Sind diese Räume oder dieser Flur beleuchtet? Schwach, sehr schwach. Also da hängen jetzt keine Fackeln im Raum oder so. Es gibt wohl ja so eine Restillumination, die dann von den einzelnen Spiegeln oder sowas im Raum dann reingeleitet wird oder durch dann dieses ekelhafte Wahllicht durch die brennenden Fackeln, die dann nach oben rosen, also alles nur Restbeleuchtung. Nun, sollen wir die Scheibe einschlagen, oder? Vielleicht sollten wir erst einmal die Klinke ausprobieren. Ihr könnt erkennen, dass es wohl einen kleinen Spalt gibt und die Tür ist wohl von innen verriegelt. Also da ist eine Riegel auf der anderen Seite, also auch dementsprechend kein Schlüsselloch. Man müsste dann einfach von der Innenseite, dem Flur, müsste man dann den Riegel wegschieben und dann kann man die Tür öffnen. Wie groß ist dieser Riegel? Ungefähr so groß wie deine Hand. Es gibt doch eine Version des Desintegratus, Hand der Vernichtung. Dieser zerstört alles, was etwa apfelgroß ist. Ich muss bloß in Hand halten, aber den Gegenstand oder die Größe berühren und würde dann sich zu Staub auflösen. Wenn ich diesen Riegel mit erwischen würde, würde es funktionieren? Wenn du den Riegel berühren kannst, dann musst du aber mit dem Dolch dran vorbei, ne? So, weil nee, das ich muss ja bloß die Umgebung dieses Riegels. Achso, okay, dass du ein Loch reinmachst. Ja, dass so ein apfelgroßer Gegenstand, also das Holz und dieser Riegel sich zu Staub auflöst. Ja, wenn du den Vorrahmen nicht hast, dann ist das die Option. Dann würde ich mich konzentrieren. Nach einer gewissen Weile mehr oder weniger laut formulieren, Gergilim Vanash, und den Desintegratus-Variante Hand der Vernichtung wirken, das ist eine +3-Zauberei. Ja, du legst deine Hand auf die Tür, kannst dann die Matrix des Holzes aufreißen, wenn man den Zauber. Sekunde. Gibt es da einen Widerstand von der Tür oder sowas? Nein, das ist ein Desintegratus, so wird es wie. Was ja, technisch gesehen macht der ja Strukturschaden, der. Genau. Ja, also abhängig dann das, glaube ich. HSP. Also er löst sich halt in Asche, Staub, wie auch immer auf. Ich nehme an, wir wollen jetzt nicht anfangen, hier die Strukturregeln rauszupacken, oder? Nee. Gut, also du kannst dann auf alle Fälle merken, wie das Holz warm wird und dann so ein bisschen zähflüssig zerfließt und dann an der Tür entlang läuft. So, dann kannst du den Riegel einfach von außen wegnehmen und die Tür geht auf. Ja, ich würde mich verbeugen und Isarun, bitte tritt ein. Es ist geöffnet. Dann trete ich wohl mal ein. Ich habe meine Hand schon auf dem Schwertknauf, damit ich das, wenn es nötig ist, schnell ziehen kann. Ja, ihr könnt das Obergeschoss nach und nach durchsuchen und werdet alle Zimmer leer vorfinden. Es gibt ein paar Nebengebäude oder Nebenräume für das Gefolge, ansonsten prunkvolle Gästezimmer. Es gibt hier auch oben so eine kleine Küche wohl. Da gibt es noch so einen Lift, der da nach unten führt, wo wohl weitere Dinge dann im Untergeschoss dann gekocht werden können. Ansonsten viele beeindruckende Gästezimmer. Wenn ihr die Treppe nach unten geht, könnt ihr auch hier dann das kleine Landschlösschen, diese Villa dann untersuchen und trefft dann hier eben auch auf die herrschaftlichen Schlafzimmer, die allerdings wohl ebenso alle verlassen und leer sind.
Was euch dann allerdings auffällt, ist, wenn ihr dieses Jagdzimmer, diese Jagdhalle selber einmal betretet, könnt ihr dann wohl von dort, das Haus ist komplett verlassen, keine Diener, keine Untoten, an einer Menagerie vorbei, insoweit, was ihr einen Salon treten. Und hier könntet ihr dann ein großes Portal finden, aus Mondsilber gefertigt, was grauer Limbusschleier fluoresziert. So macht ihr das vermutlich. Also, wenn jemand an der Tür klingelt, hört er das in seinem Turm und tritt hervor. Das könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Ein stabiles Nimbus-Portal. Schaut euch das mal an, ist das nicht faszinierend? Ihr könnt auch erkennen, wie es da wohl Rinnen für Blut gibt, wo man dann ja Blut opfern kann, und dadurch hält man das sicherlich dann auf. Noch einige Sigillen und Glyphen, ja. Nun, wollen wir hinein oder lassen wir ihn heraustreten? Nun ja, ich muss schon sagen, dass ich neugierig bin, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht sollten wir es aber erst einmal analysieren. Gibt es denn irgendwelche, auf diesem mondsilbernen Portal, irgendwelche Glyphen, die auf bestimmte Merkmale oder, weiß nicht, Örtlichkeiten hinweisen? Du kannst das Zayat lesen und das wird definitiv Todesruhen geben, Wasserruhen. Aus dem Zusammenhang würdest du sagen, dass es mit dem Wasserfall assoziiert ist und dann sicherlich auch auf den Katarakt des Todes schließen lässt. Und könnt ihr irgendwelche Beschränkungen erkennen, dass nur bestimmte Personen dieses Limbus-Portal benutzen dürfen? Oder dass es nur in eine Richtung offen ist? Da bräuchte ich einen Odem oder eine Analyse. Na gut, da würde ich einen Odem wirken. Ich lasse mir für Zeit. Ich betrachte nur jetzt das Portal, also selber keine Umgebung, sich dran zu tun, klar zu machen. Dann eine Magiekundeprobe, entweder Analyse oder Limbus als Spezialisierung. Habe ich wieder noch? Ich mache ganz normal eine Magiekundeprobe dann. Isarun kann derweil erkennen, wie es wohl Vibrationen auf der Oberfläche dieses Limbus-Torus gibt und dieser grau wabelnde Schleier dann auf den Odem von Abelmir reagiert. Oh, okay. Was macht er genau? Gibt einfach nur da an die Stelle, wo Abelmir gerade hinsieht und guckt. Sieht aus, als ob da einfach Wellen dann von da aus auflaufen, so kreisförmig, die sich dann über die Oberfläche vom Limbus-Tor ziehen. Ja, Abelmir besieht sich das und nach einigem Überlegen würdest du sagen, dass das wohl definitiv in zwei Richtungen funktioniert, solange das Tor geöffnet ist und solange man das weiterhin mit Blut speist. Sieht allerdings aktuell noch sehr stabil aus. Nun, das scheint ein etwas instabileres Portal zu sein mittels Blutmagie. Eine genaue Analyse folgt bestimmt noch, wenn wir Rakulus erledigt haben.